Wir sind zurück bei SL Relievo und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer ganz neuen frischen Folge direkt aus der PlayStation für euch auf euren Rechner, auf euer Smartphone, auf euer Tablet und wenn es sein muss, in eure Blechdose mit Schnur. Keine Ahnung, wie ihr das hier schaut, ich weiß es ja selber nicht, wie ich das überhaupt verzapfe. Ich dachte mir, wir werden das Let's Play ein bisschen durcheinander gestalten, können wir ja alles mal machen, hier und da. Wir müssen halt nur gucken, dass es noch mit den Credits hinkommt. Wir haben jetzt momentan 640.000 Credits. Da wir uns ordentlich in unserem Ruf hoch sind und wir, wenn ich auf World Standards gucke, wir auf Platz 268 sind in der Weltrangliste, haben wir also noch einiges vor, um auf Platz 1 zu kommen. Das Gute ist aber, wir können dadurch die Mexiko-Strecke fahren. Leider können wir noch nicht die Schweden-Strecke fahren. Die sind wir zum Glück ja erst gestern gefahren mit dem LAN Evo 6. Aber wie ihr seht, nur noch 4 Plätze und wir können auch dieses, das Torbi, fahren. Kommt aber erstmal ein paar Folgen später, weil wir waren ja erst neulich erst im Schnee. Jetzt werden wir erstmal in der trockenen Wüste fahren, von der weißen Wüste in die gelbe Wüste, direkt auf nach Mexiko. Ihr seht, ich habe den Schwierigkeitsgrad auf leicht gemacht. Das ist für mich mein persönliches Ding, weil wir haben schließlich schon die Karriere von schwer auf mittel gestellt und stellen jetzt die Events von mittel auf leicht. Denn die Sebastian Loeb Events sind wirklich eine harte Nummer, da fahren krasse Zeiten und ich will es natürlich fertig kriegen. Also Leute, hoffen wir, dass es nicht wie gestern ist, dass wir einen Neustart machen müssen. Legen wir direkt los. Ich bin gespannt. 10,2 Kilometer pure Mexiko-Action wartet auf uns. Ich hoffe, ich schaff's auf einen Rutsch. 100% trockener Schotter. Na toll. 10 Kilometer El Chocolat. Das heißt, die Schokolade 2. Die nehme ich auch. Wollt ihr ein Stück haben? Hier. Eins für euch. Wir werden auf jeden Fall... Was ist das hier? Ein 4 Punto, ne? 2, 1. Nee, ein Abarth Punto. Okay. Kein Problem. Ich fahre gerne mal in der Ansicht heute, dass ich mal so ein bisschen sehe, was überhaupt Sache ist. Ja, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht zu leicht ist, leicht. Boah, Alter. Die Cockpitanz ist krass, ich gehe mal auf Motorhaube. Ich sehe ja gerade gar nichts, Alter. Ist ein bisschen hoch, der Wagen. Hat übrigens auch einen ganz anderen Sound, einen sehr interessanten Sound. Und vor allen Dingen, was sehr interessant ist bei dem Auto, er fährt sich weitaus besser als der Lancia. Er ist agiler, er ist schneller. Na gut, er ist auch weitaus moderner. Ist ja ein weitaus jüngeres Auto als der alte Lancia Evolution 6, der ja, glaube ich, von 96, 97 ist. 93 kam der 3er raus, also muss es der 96er sein. Genau. Der Land Evolution X kam 2000 raus, ja, dann ist es der. So. Sieht soweit ganz gut aus. Ich bin voran. Ich bin mal gespannt über den ersten Checkpoint, der natürlich noch einigermaßen dauert. Und natürlich versuche ich auf den Schwierigkeitsgrad nicht einen Rewind zu benutzen. Ich muss aber mal gucken, wie das ist. Alter, die Handbremse versagt. Wie wir das machen werden hier. Mit dem, wie ich mich jetzt anstelle. Mit der Zeit her. Sollte aber ganz gut klappen. Oh, Alter. Also El Chocolat hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung als eine der schwersten Strecken überhaupt. Aber das haben wir ja schon letztes Mal festgestellt. Mexiko ist auf jeden Fall für mich die schwerste Sache. Ungefähr so wie bei Dirt. Griechenland ist. Die Strecke hat auf jeden Fall... Okay, da musste ich. Da muss ich... Sorry. Da habe ich es echt nicht gerafft. Ich dachte so, was ist das? Und das ist eine Brücke. Und ich habe mich zu sehr auf das Symbol konzentriert, was die Enge jetzt bedeutet. So, ich bin mal gespannt. Keine Zwischenzeit? Was ist da los? Achso, die kommt jetzt erst. Boah, wir sind 7 Sekunden, krass. Ich glaube, leicht ist doch zu leicht. Naja, können wir jetzt nichts dran machen. Lassen wir es so erstmal. Naja, das sind halt die Events. Damit schalten wir Autos frei. Ist nicht so wichtig. Können wir auch mal gespannt fahren. Ne? Heute ist ja Sonntag, da können wir ja mal ein bisschen Spaß haben, oder? Wir sind Sonntagsfahren, ganz entspannt von A nach B. Wer weiß, vielleicht kommen wir hier noch ein paar Stellen, wo ich mir sage, okay, dann lassen wir es lieber. Naja, machen wir es so, wenn wir auf leicht fahren, halt keine Rewinds einsetzen. Ich habe es jetzt einmal eingesetzt, aber nur, weil ich echt einen Fahrfehler gemacht habe. Einen richtig krassen, dummen Fahrfehler, der auf Blondheit basiert. Darum werden wir jetzt einfach hier mal in Ruhe weiterfahren. So. Okay, Abarth klingt sehr gut, auf jeden Fall. Hat einen angenehmen Sound, aber das liegt daran, der Auspuff von Abarth ist halt das Gang, das A und O. Jeder Abarth hat einen richtig geilen Sound, den wenn wirklich auch seine, bei seinesgleichen Jungs, weißt du, in der jeweiligen Sportklasse. Die Abarth-Jungs, die können einfach eine geile Auspuffanlage bauen.
Und dabei noch einen guten Endschalldämpfer draufsetzen. Boah, Alter, diese... Also ganz ehrlich, Mann, wofür sind denn da links und rechts diese kleinen Mauern? Das scheinen wohl überall kleine Flussbette zu sein. Ja, war mal ein bisschen zu leicht. Das scheinen echt überall kleine Flussbette zu sein. Wo denn hier irgendwie... Alter, 22 Sekunden. Also leicht ist definitiv zu leicht. Sorry, also ich dachte jetzt nicht, dass es so leicht wird. Weil schließlich auf Mittel haben wir auch schon ordentlich Probleme mithalten zu können. Na gut, da sind wir ja mit dem Suzuki Swift gefahren, mit der 1,0 Liter Frontantrieb-Variante und nicht mit der 4x4-Variante, die ich ja so schön mag, mit der 2 Liter mit der Turboladermaschine. Wow, okay, da habe ich ein bisschen zu schnell gelenkt. Ah, jetzt habe ich aus Reflex schon wieder Rewind. Ey, ich muss mir das so abgeben. Vielleicht sollte ich die mal ausmachen. Wenn ich auf leicht war, aber... Ich weiß ja nicht. 22 Sekunden. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt im dritten Abschnitt sind, wie viel das raus noch haut. Ist mir ein bisschen unangenehm. Weil das ist wirklich krass leicht. Das ist wirklich krass leicht. Was ist da los? Ich kipp nach rechts. Habe ich einen Platten? Hm, vielleicht habe ich einen Platten. Mal gucken. Kriegen wir keinen Rewind. Sollte uns der Reifen platzen, das gibt es ja bei SL Rally Evo. Vielleicht habt ihr es auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Dann ist das halt so. Und wenn die Aufwung recht ist, das auch so. Dann ist das immer so bei dem Spiel. Da werden wir nichts gegen machen. Und ich glaube, ich habe rechts vorne einen Platten. Sah ganz stark danach aus. Aber zieht jetzt nicht nach rechts oder so. Vielleicht war es einfach nur eine Vertiefung im Boden durch den Schotter hier. Ja, El Chocolat, ey. Die Strecke hat es echt in sich. Aber was hier? Ach, falsch verschaltet. So ist eigentlich die Steuerung jetzt so mit der Schaltung, dass auf einmal runterschalten oben ist und hochschalten unten. Das habe ich doch extra andersrum gemacht. Boah, komm, jetzt gib mal Gas hier, Alter. Wir werden hier mal langsamer. 29. Alter, wir sind so krass schlecht gefahren. Das ist ja richtig unangenehm, dass ich hier schon 29 Sekunden auf den ersten raushole. Auf den zweiten raushole. Okay, es ist meine Lehre. Es ist mir definitiv eine Lehre. Das mache ich nicht nochmal, Leute. Das mache ich nicht nochmal. Leicht kommt man nicht in die Tüte. Wir bleiben bei Mittel, auch bei den Events. Bleiben wir bei Mittel. Ich überlege echt, ob ich vielleicht nochmal neu mache, aber... Würde gegen meine Prinzipien sein, authentisch zu sein. Und ehrlich vor allen Dingen. Es ist, wie es ist. Da kann man nichts gegen machen. Man kann hier nichts verschönern bei mir. Ich zeige euch ja die hässliche Wahrheit. So ist es nicht. So, sieht ganz gut aus. Rechts 5 über Kuppe 70. So, sieht ganz gut aus. Aber stell dir mal vor, Alter, diese Passage da auf schwer oder auf realistisch, Alter. Respekt, wer es schafft. Echt, Respekt, wer es schafft, dass diese Events auf realistisch zu schaffen. Und da vor allem bei der kleinen Schikane, die da war, dass da kein Fehler passiert. Gut abgemacht. Mein Respekt hast du, wenn du das schaffst. So, sieht ganz gut aus. Wenn wir Pech haben, haben wir jetzt fast eine Minute bestimmt Vorsprung auf den ersten und das ist echt ein Armutszeugnis. Achso, wir sind noch nicht durch. Wir haben ja noch ein Event. So. Quatsch, ein Event. Wir haben noch einen Abschnitt. Rechts 31. Naja, besser als nichts. Wenn wir wahrscheinlich bei 35 oder sogar bei 40 landen, wenn wir jetzt durch sind. Leicht ist zu leicht. Da kannst du mal sehen. Wenn einer wie ich nie auf leicht fährt, der schätzt das vollkommen falsch ein, wie krass doch der Leichtschwierigkeitsgrad einfach ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So leicht, ja, vielleicht so ein bisschen, ne? Das war vielleicht maximal 5 Sekunden, vielleicht 10 Sekunden auf den zweiten rausholen. Aber dass das so krass im Unterschied ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Vor allem, da wir ja... Na gut, ich hätte es ahnen können. Auf schwer haben wir es auch schon öfter mal geschafft in manchen Passagen. Gerade auch hier bei... den Australien-Event haben wir schon oft geschafft, da auch schon bis zu 10 Sekunden rauszuholen, auf schwer. Hätte ich nicht gedacht, hier, no. Nein. Für alle amerikanischen Zuschauer, die bis 4 geworden sind. Na gut, die kommen alle von Division, weil ich da viel mit Abis spiele.
So die Deutschen, ich weiß nicht, da sind zu viele Kleinkinder und zu viele Unwissen und zu viele Booster und Glitcher und hast du nicht gesehen. Und gut, Amerikaner sind da genauso schlimm, aber ich finde einfach nettere Leute. So. Voll auf die Mauer gejumpt, Alter. Der war gut, dass wir einen Unterbodenschutz haben. Alter, was war denn das? Krass. Also ganz ehrlich, dieses Event hat's in sich. Das scheint anscheinend wirklich die komplette Schokoladstrecke zu sein. Alles in einem Mal. Mit Vanillegeschmack. So. Ich glaube, das bleibt der erste. Da brauche ich ja nicht sagen, wie spannend es jetzt wird. Event Credits. 100.000? 100.000? Was? 46, habe ich doch gesagt, Alter. Krasser Shit. Na gut, Leute, dann gehen wir direkt in den Ladebildschirm. Ich bin mal gespannt. Oder? Warte mal, könnte ich hier noch was machen? Ah, guck mal. Ah, nee, Lichtbedingungen Tag. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Renntag. Ist es ja zum Glück nicht. Okay, Leute, ich mache einen Thumbnail und dann sehen wir uns wieder in der Wertetabelle, welchen Platz wir erreichen werden. Ich bin gespannt. Ich glaube aber, wir steigen gar keinen auf. Oh Gott, was ist denn das da für eine PlayStation 1-Tussi? Naja. Und wir landen auf. Tatsächlich, einen höheren Platz hätte ich gar nicht gedacht. Selbst bei Events steigen wir auf. So ist das richtig, so macht das Spaß. Sehr schön. Wer hätte das gedacht, dass uns das passiert? Los, komm her. Lad hin. Boah, habt ihr gerade die Schwungscheibe gehört? Krass, Alter. So, du hast soeben einen neuen Rennwagen freigeschaltet. Grande Pondo S2000 Event Car von Abarth. Offiziell einer von Fiat. Möchtest du ihn verwenden? Nein. Noch nicht. Wer weiß ja nicht, was kommt nächste Woche. Morgen, ne? Bin ich auch mal gespannt. Wir hatten doch eben gerade schon einen Ladebildschirm. Warum denn jetzt nochmal? Ach so, warte mal. Ich bin jetzt aufgestiegen, ne? Ah, um einen Platz. Ein Platz fehlt noch, genau. Tja, dann würde ich sagen, fahren wir morgen mal die A8 weiter. Die 70er Jahre. Weiß ich nicht. Na gut, das ist ja jetzt die Aufnahmesession. Ich weiß nicht genau, aber mit der neuen Aufnahmesession müsste ich mal gucken. Egal, ich mach's, wie ich mache. Es wird sich schon irgendwie passen, ne? Werden wir auf jeden Fall morgen denn die Junior weiterfahren. Und ich weiß ja nicht, ob wir denn übermorgen vielleicht auch nochmal was anderes machen. Wir haben ja auf jeden Fall noch zulässige Wagen in Garage, verwendbare Wagen. Also wir haben genug Geld und wir haben 743.000 Credits, um uns diese Träume zu verwirklichen. In diesem Sinne, macht was Sinnvolles. Ihr seid die Besten. Ich bin euer Ork und... macht immer etwas Sinnvolles. Ciao!